Ich darf hier in Absam Herrn Seiler Rudolf begrüßen, den Projektleiter der ABS Neurofeedback-Studie für Sportschützen. Herr Seiler, wie ist es überhaupt zu der Sportstudie gekommen? Das ist eigentlich eine lange Geschichte, aber ich werde sie versuchen, sehr kurz zu erzählen. Die Idee gibt es schon seit einigen Jahren. Das Problem war nur, jemanden zu finden, der das auch machen kann, Neurofeedback. Und in den Kadern und im österreichischen Nationalkader oder auch im Landeskader hat es eigentlich niemanden gegeben, der sich mit dem auseinandergesetzt hat, weil es eigentlich so innovativ ist. Und deswegen war ich dann selber auf der Suche, jemanden zu finden. Wir haben da jemanden gefunden, einen Spezialisten, einen mehrfachen Magister, einen mehrfachen Doktor, der in Salzburg ist und eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet ist. Und mit dem haben wir das dann gemacht. Warum haben Sie eigentlich genau an der Studie teilgenommen? Naja, die Studie, es war ja keine richtige Studie, sondern es war ein Mini-Projekt zu zweit, also mein Bruder und ich selber. Und das Projekt haben wir deswegen gemacht, weil wir eben mehr machen wollten wie das normale mentale oder autogene Training. Wir wollten einmal die Hirnregionen erforschen lassen durch einen Wissenschaftler, schauen, wie wir uns beim Schießen selber verhalten und dann eventuell die Erkenntnisse nachher später umsetzen in ein Training, in ein Neurofeedback-Training. Und wie ist dieses doch sehr aufwendige Projekt finanziert worden? Finanziert ist es worden durch das ABS dankenswerterweise. Es ist eine sehr kostspielige Studie gewesen. Ich will jetzt keinen Betrag sagen. Und das ABS hat natürlich anerkannt, dass es eine sehr, sehr interessante wissenschaftliche, richtungsweisende Studie ist. Nicht nur für Sportschützen, aber auch für Sportschützen. Und deswegen haben sie das unterstützt. Wie schaut der Ablauf eines solchen Neurofeedback-Trainings aus? Den Ablauf selber kann ich jetzt nicht genau sagen, weil der noch streng geheim ist. Der würde dann auch anderen zugutekommen und den Vorteil wollen wir mir ausnutzen. Die Erkenntnisse, die wir da getroffen haben in diesem ganzen Projekt, setzen wir eben um, indem wir unsere Gehirnströme optimieren in gewissen Arealen und Regionen, aktivieren und so das Optimale wieder ausholen. Also immer wieder diese positive Aktivierung dort einsetzen, um eben nachher das auch als Resultat dann wieder zu spielen. Was genau haben Sie für sich persönlich jetzt mit aus dieser Studie nehmen können? Also das Interessante ist einmal, was mir eh schon geahnt hat, jeder Mensch ist anders. Mein Bruder hat vollkommen andere Gehirnareale, die gut aktiviert sind bei guten Serien als ich. Das heißt, das Feedback-Training bei meinem Bruder ist ein anderes als bei mir. Das heißt, wenn jemand wissen würde, welches Training ich mache, das nützt ihm nichts, weil die Person anders tickt, was auch gut ist. Und durch das, das ist immer eine gute Sache, das ist sehr, sehr einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig und du brauchst deine eigene Studie und dann natürlich dein eigenes Training. Ist es auch möglich, dass andere Sportschützen so ein Training auch absolvieren können oder wird es eher eine einmalige Sache sein, die nur sie nutzen können? Die Geschichte ist natürlich schwierig, weil man muss sich ja vorher mal durchtesten lassen. Man muss ja mal wissen, das ist bei jedem komplett unterschiedlich, wo, in welchen Partien des Gehirns Aktivierungen oder eben gegenteilige Aktivierungen stattfinden. Das heißt, es muss jeder selber so ein Projekt an sich durchführen oder testen lassen bei einem Neurologen, bei einem Wissenschaftler, wo auch immer, um eben dann auch für sich speziell so ein Training aufzubauen. Ihr Resümee zur Neurofeedback-Studie für Sportschützen? Es ist ganz einfach. Technisch sind wir wahrscheinlich nicht viel besser als die anderen Top-Schützen in Österreich, aber wir haben natürlich jetzt mental einen riesen Vorteil und den werden wir ausnutzen. Bedeutet das, dass es weitere Stockholplätze für die Gebrüder Seiler geben wird? Ja, wir haben in der Vergangenheit immer wieder gemeinsam den Stockholm besucht und wir werden es wahrscheinlich auch mit dieser Methode jetzt wieder öfters machen können.